Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu NHL 20, zum Deutschland Cup mit den Hamburger Freezers. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt und noch einen Sieg gegen Nürnberg zu Hause. Versuchen wir hier eine Runde weiterzukommen und Nürnberg zu Hause auch zu besiegen. Lang, lang ist her, dass ich in Nürnberg war. Anderthalb, 2 Jahre. Damals nur mit dem LKW. Leider nie zum Eishockey. So, auf geht's. Wir verlieren das Bulli, aber dafür kriegen wir das Spiel. Jawohl, schön angefangen. Schön blockt und schön angefangen. Paule ist gefährlich. Ihr habt die Einstellungen alles so lassen, wie es wohnt. Meine lieben Sportsfreunde, weil ihr wisst ja, ich bin ein ehrlicher Sportsfreund. Wenn ihr was ändert, seid ihr es, hier was ist, sofort davon. Jawohl. Paule. Ich nenne jetzt aber Paule. Heute hat der Pauli keinen guten Tag, glaube ich. Zwischen die vier ist wahrscheinlich durchgespielt. Der Will. Er schaut schon gefährlich aus. Torschütze. Ja. Macht nichts, wir haben nur zwei Drittel. Und dies, dass wir ausgleichen. Und das war die Antwort von Hamburg. In der Form von unserer Nummer 2 von McDonald, oder? Ist das? Einfach gut. McDonald ist einfach gut. Ja, die wissen wie oft, dass ich die so losen muss. Aber vielleicht ist er verwandt mit McDonald's, ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Aha, haben wir es geschafft, das Dicken einmal. And he makes the easy save.
funktioniert nicht, funktioniert nicht. Wir brauchen nur ein bis zwei Tore noch. Jungs, wir brauchen ein bis zwei Tore noch. Es passt ganz gut. Nürnberg macht Druck. Der Goalie ist gut drauf. Wir sind gut drauf. Alle sind gut drauf. Zum Wolfi. Und der Wolfi trifft. Und der Rest zu Pauli. Und das ist jetzt der Wolfi. Der David Wolfi. Strafe gegen Nürnberg wegen Stockschlag. Wird ein anspruchsvolles Spiel werden, schätze ich mal. Da geht die erste Minuten, die letzte Spielminuten los vom ersten Drittel. Aha, gut abblockt. Ja, wenn wir noch ein bisschen gehabt hätten, 2-3 Sekunden, dann hätten wir das Tor gemacht. Finde ich gut, die Spieleinstellung muss man merken für uns, für sollte ihr den nächsten Cup mit Hamburg machen, werde ich den Ding auch hernehmen. So. And momentum on their side as they win the draw here inside the offensive zone. Yakovlev's got it in the offensive zone. Nuremberg's looking to break out. Handles the puck. Wir wollen jetzt ein bisschen vom Turm aneinander. Na passt dieser. Oh, da. Haben wir schon gefangen. Es passt gut, wenn Nürnberg spielt. Und Ausgleich für Nürnberg. Und
Und das war die Antwort von Hamburg auf den Ausgleich von Nürnberg. Nimmt man mal nur der Hund. Die geben weiter zum anderen Nürnberger. Was ist denn? Der ist Baskott. David Wolf. Spielnummer geht nicht. Jawohl! Gardner. Und weg, gerade weg von unserem Tor. Da sprintet er raus, der Goalie von den Nürnberger. Jawohl, das Absicherungstor. Ich habe mir gerade gedacht, so ein Absicherungstor brauchen wir noch. Aber auf unserer Nummer 6 kriegen wir das Absicherungstor. Den Vor- und Nachnamen auszusprechen. Ah, ich bin da so ein Schwacher. Da darf ich mit Namen aussprechen. Den muss mal vorgesprochen werden. Dann merke ich mir's. So, das Absicherungstor haben wir, 17 Minuten haben wir noch zum Spielen. Das Endergebnis wird heißen, Finale mit den Hamburger Freezers. Wahnsinn! Wahnsinn! Die schwitzen, die Jungs. Was sehen die schwitzen? Tim Bachmann, das wäre das Tor zu sein. Das ist nicht gut, aber fürs Spielverhalten ist es gut. Für uns ist es jetzt nicht gut, weil wir haben jetzt gerade ein Absicherungstor. Wir müssen jetzt halt wieder Gas geben, dass wir da oben erst erwischen.
Aber es passt gut. Nürnberg kämpft. Ah, jetzt haben wir vergessen schon. Die Top 10 Spieler. Ah, vorbeigeschossen am Tor. Vorbeigeschossen am Tor. Aber hier haben wir ihn schon wieder. Jawohl. 6 Minuten haben wir noch. Bis jetzt heißt es Sieg für Hamburg. McDonald's. McDonald's hat den Kopf. Und gibt ihn wieder. Wahnsinn, der Nürnberger Goalie. Wahnsinn. Wir haben. Kopf. Jetzt hat. Konzentriert sich, Jungs. Die letzte Minute. Jawohl, Block, da man. Kämpfen bis zum Ende. Kämpfen bis zum Ende. Pauli, du machst es! Der Pauli macht's! Haha, 5:3. Extra Spieler für Nürnberg, extra Tor für uns. So habe ich es nur so gelobt, glaube ich, im letzten Spieltag, dass sie intelligent sind und den Goalie nicht rausnehmen. Aber da ist halt wirklich ein Torunterschied gewesen. Und da hat es Nürnberg hat jetzt hier alles riskiert. Das sagt ein Tor, Overtime und eventuell drittes Spiel in Hamburg. Was jetzt nicht mehr möglich ist für Nürnberg in dieser Situation. Wir haben nur 18 Spielsekunden und da noch 2 Tore zu schießen ist fast unmöglich. Heimtor ist leer. Sie machen es eh intelligent. Aber David Wolf hat den Puck und zimmert das Ding ein für die 6:3 gegen Nürnberg. Man muss schon sagen, Nürnberg hat das jetzt richtig intelligent gemacht. Die hat gehofft, okay, wir holen uns nur an. Und somit zieht Hamburg ins Finale ein. Ich habe auch gar nichts anderes erwartet von meinen Hamburger Jungs. Aber Nürnberg hat uns einen super Kampf geliefert. Also sie haben uns wirklich einen super Kampf geliefert. Ich darf nichts sagen. Nürnberg hat uns hier einen super Kampf geliefert. Wahrscheinlich hätte uns Augsburg auch einen guten Kampf geliefert, wie ich da schon die richtige Einstellung gehabt hätte. Aber Nürnberg hat uns wirklich hier einen super Kampf geliefert. Und
take you to the Stanley Cup. Ray, I love the tradition, but it's gotta be hard when you come up short. You feel really low because und der Hand, der Handshake ist das, was am wichtigsten ist. Clarence Campbell was the longest serving NHL president for over 30 years, and that ball named after him right there that they won. Terrific achievement for them. Das ist jetzt die. Jetzt geht's dann um den Stanley Cup. Wir sind jetzt am zweiten Platz mit der Mannschaft, wo es noch gewonnen hat. Ich kenne mich mit dem Stanley Cup nicht aus. Das ist mein Problem. Ich kenne mich mit dem Stanley Cup hier nicht aus. Es wird ja jetzt so sein, dass wir die Sieger sind von der Ostauswählung, nein, von der Westauswählung sind wir jetzt. Wir sind jetzt Playoff-Sieger vom Westen. Und hier ist Nürnberg, ist Ingolstadt der Sieger vom Westen, vom Osten. Und jetzt freuen wir uns dann aufs nächste Spiel. Hamburg gegen Ingolstadt. Um den Deutschland Cup Pott, würde ich sagen. Meine lieben Sportsfreunde, das war's für diesen Spieltag. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Wer Lust und Laune hat, kann mich gerne abonnieren und einen Kommentar da lassen. Und dann wünsche ich Ihnen nur bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!